Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren in den angeschlossenen VIP-Räumen, ich heiße Sie und Euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Meisterschaftsspiel gegen Hertha BSC. Der Endstand 1:2 hier in der fast ausverkauften Bentel Arena. Ich begrüße die beiden Trainer hier auf dem Podium und gebe das Wort gerne zunächst an unsere Gäste. Herr Nouri, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Es war das erwartet schwere Spiel, muss man sagen. Viele Zweikämpfe, viele lange Bälle auch. Das Tempo, was Paderborn vorne dann bietet, ist natürlich auch außergewöhnlich und schwer zu kontrollieren. Das haben wir über die meisten Phasen wirklich richtig gut gemacht. Ich muss ein großes Lob an meine Mannschaft aussprechen, die einfach diesen Fight angenommen hat hier. Nochmal schwer zu spielen hier. Das Einzige, wo man vielleicht drüber diskutieren kann, ist, dass du vielleicht früher das zweite Tor machen musst, um das dann noch ein bisschen ruhiger zu gestalten, aber so nach dem 1-1 ist natürlich klar, dass die Emotionen nochmal von der Tribüne überschwappen aufs Feld und dann auch nochmal mehr Druck erzeugt wird. Wie gesagt, viele lange Bälle dann noch dabei und da haben wir es aber alles gut wegverteidigt. Vielleicht die ein oder andere Umschaltsituation noch besser ausspielen. Aber riesengroßes Kompliment jetzt auch nach den Unruhen, dass die Mannschaft so fokussiert auch gearbeitet hat, dass sie füreinander so auf dem Platz gefightet hat. Wir wollten unbedingt das Spiel hier gewinnen. Ich denke, das hat man von der ersten Sekunde aus gesehen. Und von daher großes Lob ans Team. Steffen, dir alles Gute weiterhin und danke. Ja, vielen Dank, Herr Nouri. Steffen, kommen wir zu unserer Sicht der Dinge. Bitte schön. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an Hertha BSC zu diesem Sieg. Klar haben wir uns das ein bisschen anders vorgestellt. Wir hatten schon gehofft, dass wir die Möglichkeit haben, hier 3 Punkte zu holen, gerade auch, um dann Hertha vielleicht ein bisschen in unsere Situation mit reinzubringen. Das ist uns nicht gelungen. Jetzt ist natürlich ein Riesenabstand erstmal zu Hertha BSC. Aber ich glaube, am Ende muss man einfach sagen, dass wir nicht gut genug waren, dieses Spiel gewinnen zu können. Und das liegt dann an uns ganz alleine. Wir haben in beiden Richtungen, ob defensiv oder offensiv, nicht so gut gearbeitet, wie wir das hätten machen müssen gegen so eine Mannschaft. Wenn ich beide Tore sehe, wo wir bestimmt 3-4 Mal die Möglichkeit hatten, den Ball zu klären und am Ende liegt er dann hinten drin. Gleichzeitig fand ich, dass wir 3-4 sehr, sehr gute Umschaltsituationen in jeder Halbzeit hatten und es dann auch nicht gut durchgespielt haben. Dann kann man einfach so ein Spiel nicht gewinnen und dann gehst du auch nicht unverdient als Verlierer vom Platz. Und das ist ärgerlich, das ist auch frustrierend und wie gesagt, und das ist auch das, was mich dann wirklich auch ärgert. Aber wie gesagt, wir müssen mit der Situation leben, wir werden die Situation annehmen und ich hoffe, dass wir Lösungen finden, weil da geht es um alle, nicht um die Jungs, sondern auch um, gerade mit dem Trainerteam, dass wir da den Jungs immer wieder auch Hilfe geben, klar Strukturen reinbringen, dass wir solche Situationen besser nutzen können. Aber heute war einfach auch nicht über 90 Minuten das so zu sehen, wie wir das hätten machen müssen, um so ein Spiel zu gewinnen. Dankeschön. Ja, Steffen, danke auch. Kommen wir zu euren Fragen. Ja, der Kollege, bitte. Herr Nouri, hatten Sie vor dem Spiel nochmal mit Jürgen Klinsmann Kontakt? Wenn ja, was hat er Ihnen mit auf den Weg gegeben und wie schwierig war das für Sie, sich auf das Spiel vorzubereiten unter diesen Voraussetzungen? Ja, zur ersten Frage, ja, Jürgen, ich hatte kurz mit ihm telefoniert. Es war ein Anliegen von ihm, uns einfach nochmal viel Glück zu wünschen fürs Spiel. Und natürlich waren viele Unruhen diese Woche da. Was uns gut getan hat, war einfach die Tatsache, dass wir uns an unseren gewohnten Abläufen einfach, dass wir sie beibehalten haben und dass wir dann konzentriert in unseren Abläufen drin waren und fokussiert auch gearbeitet haben. Und von daher war ich eigentlich auch optimistisch, dass wir hier erfolgreich oder ein erfolgreiches Spiel machen können. Matthias Reichstein, Westfalenblatt, gerne. Herr Baumgart, wie sehr nagt das an Ihnen oder auch an der Mannschaft, dass es gerade nach guten Auswärtsspielen, nach guten Auswärtspunkten die Mannschaft gerade zu Hause nicht schafft, sich mal da unten zu befreien, dass man da mal den Schritt macht, um mal jetzt auch mal auf 14, 15 zu springen. 15, 14. Also es nagt, weil ich einfach glaube, dass wir das eine oder andere hätten wesentlich besser machen müssen und das nagt. Dass die Jungs den Einsatz haben, die Mentalität, darüber brauchen wir nicht reden und dass wir immer wieder versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen.
Ich glaube, das ist das eine, aber am Ende muss man sagen, dass wir dann in entscheidenden Situationen es einfach auch nicht gut machen. Zumindest heute nicht. Und ich will nicht sagen, ich habe nicht gesehen, dass wir die schlechtere Mannschaft waren. Aber wir sind einfach nicht erfolgreich, weil wir dann in den ein oder anderen Situationen keine guten Entscheidungen treffen. Und dann kannst du in so einer Liga nicht bestehen. Und das ist das Ärgerliche, dass du mit dem Aufwand dich einfach nicht belohnst. Aber Herr Reichstein, uns muss klar sein, dass das bis zum Ende geht. Und wie gesagt, wenn ich heute mal was sagen darf, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich froh, dass die Zuschauer, dass die Jungs hinter dem Tor komplett hinter der Mannschaft stehen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und wenn du das hast, gerade in so einer Situation, dass du keine Heimspiele gewinnst, dann ist das umso wichtiger, dass wir alle gemeinsam die Situation haben und wir alle gemeinsam aus der Situation auch rauskommen wollen. Und das ist eine Situation, ich weiß gar nicht, ob die so schlecht ist. Ja, wir haben was erreicht, was wir erreichen wollten. Und jetzt stemmen wir uns jedes verdammte Spiel dagegen, um da rauszukommen, um da weiterzuarbeiten. Wir haben noch die Möglichkeiten, aber eins muss es auch klar sein, wir dürfen das, was wir heute gemacht haben, nicht wiederholen, weil zu viele Fehler in beide Richtungen macht uns nicht stärker, macht uns dann dementsprechend auch zum Verlierer. Und heute, muss ich ganz ehrlich sagen, auch verdient. Ja, ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Unseren Gästen aus Berlin eine gute Rückfahrt. Vielen Dank.